Hallo, herzlich willkommen zur letzten Folge Motorsport Manager in diesem Jahr. Heute ist Silvester, hup, hup. Und wenn ihr das hier alle pünktlich guckt, ja, dann ist 14 Uhr. Und das heißt, ihr habt noch ein paar Stunden Zeit, das Jahr zu feiern und nochmal das Beste rauszuholen. Und das tut ihr am besten, indem ihr dieses Video liked und kommentiert und überhaupt guckt. Ja? So, Werbung genug. Ich sitze immer noch hier, es ist für mich immer noch Mitte Dezember, ich bin immer noch erkältet. Ich hoffe, dass das in 20 Tagen anders aussieht. Naja, heute ist der 11., deswegen sage ich 20 Tage. Gut, wir starten ins Rennen rein. Geplant ist eine Zwei-Stopp-Strategie. Und zwar, genau, dass wir dann auf Medium und vielleicht nochmal auf Soft waren. Wir gucken. Schlimmer als beim letzten Mal, im letzten Rennen, das kann es ja gar nicht werden. Wir starten auf der 4. Das ist schon mal gut. Und auf der 6 direkt neben Valdes und Dembélé. Die dürfen wir vorbeilassen. Ah, das andere ist uninteressant. So, auf geht's. Schmidt gut weggekommen. Huiuiuiui. Huiuiuiui. Und Liao nicht ganz so gut weggekommen auf der 7. Schon mal einen Platz verloren. Oh, Schmidt verliert auch schon mal einen Platz. Vielleicht gehen wir dann ganz nochmal ganz kurz auf die etwas größere, grobere Strategie. Greifen nochmal an, versuchen nochmal ein paar Plätze sicher zu holen. Fünf und sieben. Wir werden mal eine Runde damit fahren. Wir hätten direkt auf aggressiv schalten sollen, damit wir uns am Anfang gleich durchsetzen. Andererseits ist es hier auch sehr wackelig. Das Feld ist noch sehr nah beieinander. Wir sind jetzt auf der... Hier. Ja, das hat gut getan. Ja, was auch immer du gemacht hast. Du hast Valdes überholt, alles klar. Liao auf der 6. Reifentemperaturen noch unter Durchschnitt. Wow. Gut, wir fahren jetzt schon wieder zurück hier. Fahren auf die kleinere Strategie. Und gucken mal, wie wir da so mit durchkommen. Wir wollen diesmal nur sicher durchkommen. Also wirklich sicher durchkommen. Keine Spirenzchen bitte. Liao ist auf 8 zurückgefallen. Was ist da los? What the heck? Ah, da werden sich wilde Battles hier vorne geliefert. Ihr seht das ja. Ich komme an Abeloa nicht vorbei. Alles gut. Macht nur keinen Crash. Keine Unfälle bitte. Spannend. Wir sind jetzt mittlerweile auf Platz 6 und 5. Sind wir da vielleicht... Strategisch gesehen, warte mal, sind wir da strategisch gesehen vielleicht ein bisschen zu unterperformt? Nee, eigentlich nicht. Nee, wir lassen das mal so. Warten wir mal ab. Wir wollen nur besser sein als die Konkurrenz. Ah, Machetta ist auf Platz 2. What the heck? El Sadat auf 8, Dreifuß auf 10, jetzt auf 11. Liao geht vorbei. Naja, das Rennen wird ja nicht in der ersten Runde entschieden, oder? Ist das so? Ich weiß es nicht. So, vom Wasser her, also vom Obwohl, da deutet sich so langsam eine Wolke an. Ich hoffe nicht, dass es anfängt zu regnen. 40% Regenwahrscheinlichkeit wurde uns gesagt. What the heck? Wie fahren die? Wir fahren gelb-orange. Ja, komm schon. Was auch immer du da meinst. Die fahren rot und orange. Rot und gelb. Na, ich will mal mit den Reifen nichts riskieren. Wir bleiben aber bei unserer Strategie. Wir sind auf 7 und 9. Wichtig ist, dass keine der anderen Kasperl vor uns ist. Machetta auf der 3 halt zum Beispiel. Dreifuß, El Sadat und Rogers sind hinter uns. Und diesmal will ich wirklich sicher nach Hause fahren. Mittelklasse-Rennen ist mir lieber als hier so ein Tamtam. Schmidt auf der 6, Liao auf der 9. Ist noch keiner Boxenstopp bereit. Wir liefern uns aber auch mit Bouchon echt ordentlich was. Wobei Bouchon von Garuda Racing ist. Ich sag mal so, das können wir ruhig auch durchlassen.
einfach nur keine Unfälle bauen. Das wäre ein bisschen, ne? Tut mir leid, Leute, aber ich komme an, weil der ist einfach nicht vorbei. Das ist okay, lass ihn fahren. Bisher sieht doch alles noch ganz schnieke aus. Ja, versucht den Belay zu überholen. Das ist okay. 0,3 Sekunden Unterschied. Dreifuß ist auch direkt dahinter. Das ist natürlich bedauerlich. Es geht auch noch keiner in die Box. Bisher fahren alle ihre Strategie so zu Ende. Wir gucken mal. Alle fahren jetzt deutlich zurück. Reifenabnutzung wird teilweise sehr geschont. Ja, besonders bei den grünen, bei den Medium-Reifen wird geschont, tatsächlich. Okay. Wir haben ja gesagt, wir machen zwei Stops, ne? Die werden ja nicht mit einem Stopp durchkommen, oder? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es doch auch nicht. Liao, mach dir keinen Stress, mach dir keinen Stress. El Sadat ist 0,3 hinter dir. Wir können mal zu Liao schalten und gucken, wie das da so aussieht. Hier ist das Feld noch deutlich weiter zusammen. El Sadat auch nur auf den Softreifen unterwegs. So, und wenn wir jetzt gleich vorbei sind. Ja, eine Runde fahren wir noch. Obwohl, wartet mal, wir fahren vielleicht jetzt schon mal mit, warte mal, mit Schmidt in die Box. Warte mal, Schmidt ist da, wir haben 3 Sekunden Unterschied. Die sind jetzt beide an der Box vorbei, ne? Er muss rein. Er schaltet auf die Medium-Reifen, schaltet den Kasten voll und bleibt bei einer ausgewogenen Strategie. Wir würden nur 2 Sekunden sparen, aber das Risiko steigt um 11%. Das würde ich mir also nicht angucken wollen. Das hier bleibt alles super. Er geht rein in die Box. Und Schmidt, Max fährt noch ein Stück länger. Die blockieren sich nämlich sonst. 3 Sekunden, das schaffen die im Leben nicht. Reifenabnutzung. Oh. Ja, ist ja für die Box vorgesehen. Der kann jetzt nochmal richtig die Reifen schrubben. Geh ruhig aggressiv, Junge. Obwohl das am Ende auch keinen Sinn mehr macht, ne? Das macht am Ende auch keinen Sinn. Wir schauen mal. Max ist jetzt an der Box vorbei. Das heißt, auch hier werden wir die Strategie einstellen. So, den Kasten voll machen. Teilezustand. Hier ist noch alles bestens. Wir setzen mal darauf, dass das in diesem Rennen doch ein bisschen besser läuft. So, jetzt Liao ist in der Box. Auf geht's, Liao. Von der 8 auf die 20. Wir setzen die Medium-Reifen auf. Alles super. Und raus dafür. Keine Fehler gemacht. Hervorragend. Liao ist auf der letzten Position. Aber man muss ja auch sagen, alle anderen müssen nochmal in die Box, ne? Zwei-Stopp-Strategie, einmal auf Medium schalten und dann später nochmal auf die Soften zurück. Na, so machen wir das jetzt mal. Und Max ist in der Nummer, in der Box. Er fährt rein, ist auf Position, ach du ahnst es nicht, 13, auch die weißen Schluffen aufgezogen, ohne Fehler, voll getankt jetzt. Marchetta hat Probleme in der Box, muss Teile reparieren, das wird ihn Zeit kosten. Hervorragend. Und jetzt fährt erstmal Liao an mindestens 6 Leuten vorbei. Schmidt kommt auch auf der 14 raus. Das ist doch erstmal gar nicht so schlecht, oder? Jetzt gilt es eigentlich, das Ganze irgendwie schick zu konsolidieren, also 10 Runden mal damit zu fahren mit den weißen Schlüfflis. 14 und 17, naja.
Müssen wir jetzt kämpfen gegen Jens Dottier? Entschuldigung. Ich würde sagen nein, aber es wird trotzdem getan. Wir schauen mal, wie Schmidt jetzt hier so zurechtkommt. Ja, die Strategie finde ich, die geht gerade so gut. Dann sind wir auf der 7 und auf der 10. Damit liegen wir zweimal im Sponsorenziel. Jetzt müssen wir das Ganze nur irgendwie sicher nach Hause bringen, sag ich mal. Wir bleiben auf einer eher vorsichtigen Strategie. Gucken mal, wer noch vor uns ist. Keiner von den Verdächtigen, die uns wirklich Schwierigkeiten bedeuten würde. Hier Machetta, El Sadat, Rogers, Dreifuß, alle hinter uns. Wäre natürlich nice, wirklich mal Doppelpunkte zu holen. Also mit beiden Fahrern mehr Punkte zu holen als die vier anderen Gegner. Wir müssen ja die 20 Punkte irgendwie wieder wegmachen, also wieder reinholen. Und 7 und 10 wäre da schon gar nicht so schlecht. Ja, oder 8 und 10 meinetwegen, ist mir auch wurscht. Jetzt hier 6, ich wollte gerade sagen, da gehen wir jetzt auf 6 und 8. Das ist natürlich hervorragend. Kann sein, dass die natürlich... Aber wir schalten ja gleich auf, warte mal, genau, wir schalten ja auch gleich auf die soften Reifen wieder zurück. So war ja der Plan. Dafür müssen wir aber noch 6 Runden fahren, mindestens. Ah, also die Strategie habe ich mir vorher überlegt, ob die nun so aufgeht. Also die Strategie war soft, medium soft. Ob das so aufgeht, werden wir gleich sehen. Schmidt kommt vielleicht langsam an Jens Dottier ran. Ich will immer Jens Dottier sagen, ich weiß auch nicht genau warum. Machetta ist auf der 10. Ah, das ist bedauerlich. 0,6 Sekunden hinter Liao. Bei Schmidt ist es gerade ruhig, wir schalten mal auf Liao. Hier ist ein bisschen mehr Action. Ihr seht, Machetta kommt näher. Er hatte gerade schon Motorteile, also Probleme mit dem Motor. Musste schon mal zur Reparatur. Ich weiß gar nicht, wie unsere so aussehen. Ja, könnte man sagen. Sieht ganz gesund aus. Da habe ich vielleicht auch in den anfänglichen Momenten ein bisschen... Ja, vielleicht... Strategie bei der Zuverlässigkeit und der Verbesserung der Teile falsch gesetzt. Das kann durchaus sein. So, Liao und Melo, da trennen sich 0,8 Sekunden. Ja, fast eine Sekunde. Ja, fast eine Sekunde. Ist Machetta, El Sadat abgeschlagen. Dreifuß noch weiter und Rogers, 12 Sekunden hinter Schmidt. Das ist nahezu... Ein halber Boxenstopp. Nee, wir müssen nicht an Valdez vorbei, Hase. Wir müssen nicht an Valdez vorbei. Das ist nicht unser Ziel. So, vom Wetter her bleibt es so. Das heißt, wir können locker gleich auf die Soften wechseln. Lass uns noch mal ganz kurz gucken, wenn wir den jetzt in die Box holen würden. Die halten 8 bis 10 Runden lang. Also wir rechnen mal mit 8. Das bedeutet, in Runde 17, also noch 3 Runden, muss er so fahren. Eieiei, hier wird gekämpft. Liao setzt sich aber durch gegen Platz 9, also Machetta, und Platz 10 Antonov. Freund, das ist okay. Liao, du musst nicht... du kannst dich auch alle aufhalten. Ist auch völlig in Ordnung. Oh ja, da haben wir jetzt einen gut gemacht. Aus irgendeinem Grund. Nee, haben wir nicht. Sah nur kurz so aus, als hätten wir. Wir könnten natürlich auch nochmal auf die mittleren Reifen gehen. Und Reifenabnutzung dann nochmal... Hey, wir bleiben mal bei der Strategie. Wir bleiben bei der... Oh, ich weiß es nicht. Jetzt geht das schon wieder los. Bei der gehaltenen Strategie. Ich
Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen höher, weil wir jetzt, ihr seht, wir sind noch bei 60%. Wir fahren nur noch 2 Runden damit. Und dann müsste das eigentlich, müsste der Drops gelutscht sein. Ja, Liao kann sich ein bisschen von Antonov absetzen. Ich sag mal so, die müssten doch theoretisch auch noch alle mal in die Box. Oder sehe ich das falsch? Die werden doch keine 10 Runden mehr mit den Medium fahren können. Das können die mir noch nicht erzählen. Das heißt, in Runde 17 oder Runde 18 oder sowas werden wir in die Box gehen. So, Pause, Pause, Pause. Oder gehen wir mit ihm jetzt in die Box? Wir gehen mit ihm jetzt in die Box. Und gehen auf Mittel. Es sind noch 10 verbleibende Runden. Das schaffen wir mit den Reifen nicht. Wir machen die Strategie anders. 10 verbleibende Runden. Ach, du heilst es nicht. Jetzt kommt mir das mit dem Tanken halt wieder da. Jetzt kommt mir das mit dem Tanken wieder in die Quere. Und auch hier werden wir gleich in die Box gehen. Der ist ja schon an der Box vorbei, deswegen machen wir das. Wir bleiben bei der Strategie hier. Ich glaube, das wird nicht anders gehen, weil wegen Tank und so. Reparieren müssen wir nichts mehr. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ich denke, es wird wahrscheinlich bis zum Schluss spannend bleiben, ob wir in dieser Saison unser Saisonziel erreichen. So, Liao ist in der Box. Reifenwechsel. Hat super geklappt. Wir tanken. Für 11 Runden, für 10 Runden, für 11 Runden abgeschlossen. Und er geht ohne Fehler wieder raus. Hervorragend. Wo kommt er raus? Jetzt wird es spannend. Wo kommt er raus? Er kommt ganz am Ende raus. Platz 20. Jetzt geht es darum, Gas zu geben. Die Strategie. Wir fahren anfänglich noch auf neutral. Ja, damit wir so ein bisschen... Oh ne, wir fahren anfänglich mal auf aggressiv, damit die Reifentemperatur... Obwohl, ne, das macht auch keinen Sinn. Dann machen wir mal so. Jetzt, Schmidt geht jetzt in die Box. Ich bin gespannt. Der wird natürlich auch weit abgeschlagen rauskommen, aber es müssen auch andere in die Box. Das nützt sich alles nichts. Ja, Schmidt fällt auf den 15. Platz. Keine Fehler, das ist super. Aber ich sag mal, das macht jetzt auch nicht so viel Unterschied. Jetzt müssen wir erstmal an denen hier vorbei. Liao wird jetzt gleich mal 3 überholen. Ist damit auf Platz 17 hinter Schmidt. Wir sind jetzt alle Boxenstopp bereinigt. Wir haben jetzt alle Boxenstopps gemacht. Die müssen alle noch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 müssen noch. So. Würde ich mal sagen, ist der Plan zumindest. Hüpfen wir mal nach vorne. Wie sieht's aus? Evans ist in der Box. Machetta ist schon Boxenstopp bereinigt, liegt hinter uns. Sabado ist auch schon Boxenstopp bereinigt. What the heck? Jon Stott hier auch. Geht jetzt in die Box. Sieben Runden sind noch zu fahren. Treibstoff her, also kein Problem aktuell. Die letzten 3-4 Runden können wir ruhig noch mal ein bisschen mehr doppeln. Schmidt muss halt jetzt noch Plätze gut machen. Das versuchen wir durch die Boxenstopps zu erreichen. Die werden keine 7 Runden mehr damit fahren können. Also das finde ich hier schon sehr wild, wenn Cavalcanti hier mit 40% Reifen, oder hier haben wir Melo, wie viel hat der noch? Noch 24, die verlieren jetzt Zeit. Melo müsste eigentlich reinkommen, genau, er boxt auch. Gerard hat ein Reifenproblem. Vielleicht geht unsere Strategie ja ausnahmsweise mal auf. Ich bin nicht sicher, bis jetzt hatten wir ja irgendwie nicht so viel Glück. Aber wir wollen den Tag ja nicht vom Abend loben, ne? So, Reifenabnutzung, ich weiß es alles nicht, ich weiß es alles nicht. Schmidt ist auf der 9.
So, vom Treibstoff her alles easy. Von der Reifenabnutzung weiß ich nicht. Ich würde mal auf die typische konservative Strategie schalten. Auch hier 77% bei Liao. Ah, der verballert ganz ordentlich hier den Reifen. Wird gerade von Machete angegangen. Den darfst du jetzt nicht vorbeilassen, Freund. Ach, das ist doch verrückt. Ja, der hat den besseren Reifen, definitiv. Schmidt wird jetzt hier von Melo angegangen. Wir müssen jetzt einmal an Elsterdad vorbei, das ist natürlich gut. Der ist in der Box. Ist hervorragend. Haben wir noch irgendeinen der Verdächtigen vor uns? Ja, Machete auf der 11, das ist bedauerlich. Liao auf der 12, ah, den müssten wir halt noch irgendwie kriegen. Den müssen wir gleich mal überholen. Ansonsten Elsterdad auf der 14, Rogers auf der 15, Dreifuß auf der 17. So könnte es bleiben. Ah, hier Cavalcanti, die muss ja jetzt in die Box, oder nicht? Jetzt mal ernsthaft. Das ist eine Frau, nehme ich mal an. Auf 19% fahren die gerade. Das ist sportlich. Na, noch 4 Runden. Ich weiß nicht, wie das mit dem Reifen ist. Wir lassen es jetzt erstmal so. Schmidt ist auf der 9. Kommst du an Melo noch ran? Wahrscheinlich nicht mehr. Aber du bist jetzt auf der 7, weil nochmal 2 geboxt sind. Ja, und Cavalcanti mussten boxen. So, alle anderen müssen nicht mehr boxen. Ich denke, das war's. Liao ist damit auf Platz 12. Leider ist Machetta ziemlich weit vorne. Können wir nochmal nach den Zuständen gucken? Naja, da sind wir noch. Ihr seht, der Motor 34%. Das müssen wir definitiv gleich mal ausbügeln. Ansonsten wäre natürlich schön, Machetta noch zu überholen. Ne? Das ist einfach, der kriegt einfach nochmal einen Punkt mehr. So, von den Reifentemperaturen ist es hier ein bisschen abgesackt. Wir gehen mal noch eine Nummer nach oben. Ich weiß es gerade nicht. Machete auf der 11. Tja, was machen wir? Sicher nach Hause fahren, oder? Na ja, komm, wir geben hier mal ein bisschen Gas. Gucken wir mal, ob wir an Machete noch rankommen. Ist schon recht weit unterwegs. Was haben wir denn auf Platz 7? Da sind es 3 Sekunden, das heißt, wir fahren da gemütlich nach Hause. Melo lassen wir, wie es ist. Platz 7 ist super. Noch 3 Runden. Okay. Noch 3 Runden? Achso, 23, 24, 25. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das vom Spritverbrauch jetzt hinkriegen. Vielleicht müssen wir hier tatsächlich zurückschalten. Ah, zu viel Treibstoff hier. Er hat zu viel Treibstoff. Können wir mal ganz kurz hier nochmal auf... Ne, das lassen wir. Wir lassen das hier. Schmidt fährt, Max fährt ganz normal nach Hause. Wir gucken uns Liao an. Liao ist auf der 12, Machetta auf der 11. Ja, wir sind ziemlich weit abgeschlagen. 1,4 Sekunden. Es macht nicht so viel Sinn, hier jetzt auf Risiko zu schalten. Vielleicht müssen wir einen Moment lang... Langsam das Fahrzeug. Eieiei. Elsterdad auf der 13. Wir können es uns eigentlich gar nicht leisten. Kommen wir denn rechtzeitig an oder werden wir jetzt wieder ein Problem haben mit den... Die 11 hat Motorprobleme. Nee, was ist da los? Ach, jetzt muss ich ganz kurz mal... Ganz kurz an die Klingel. Moment. So, das war jetzt der Amazon-Paketbote mit meiner Webcam.
Jetzt habt ihr hier dieses spannende Rennen. Eine Runde müssen wir noch fahren. Los geht's. Ich wollte mal ganz kurz zu Marchetta schalten. Was ist da los? Marchetta könnte jetzt Probleme kriegen. Wir gehen mal auf Reifenabnutzung, auf Angriff. Ne, Momentchen mal. Wir müssen noch zwei Runden fahren, oder? Heißt das, Liao hat nicht genug Sprit? Ja, ne? Ich breche ab. Der hat nicht genug Sprit. Der bleibt jetzt stecken, weil er nicht genug Sprit hat. Das kann doch nicht sein. Ich meine, wir haben doch getankt. Jetzt lassen wir uns hier gleich wieder von allen überholen. Alter, ich brech ab. 0,9 noch. 0,07 noch. Ja, wir werden nicht um die Kurve kommen. Wir werden als Letzter hier durchs Ziel laufen. Ja, und da haben wir kein Benzin mehr. Das verstehe ich nicht. Haben wir da zu viel gemacht? Schmidt geht als Siebter durchs Start und Ziel. Das ist schon mal schön. Und jetzt verliert Liao Platz Nummer 13. Gib Gas. Also, du hast jetzt kein Gas mehr, aber du könntest, wenn du möchtest. Na komm schon. Alter, 14. Das ist nochmal mit einem Auge davon gekommen. Mit dem blauen. Ah. Sehr ärgerlich. Gut, Schmidt ist auf Platz 7. Das ist natürlich gut. Wir haben das Sponsorenziel erreicht. Sind damit auf jeden Fall... Das ärgert mich jetzt schon wieder. Ich gucke mir das gleich nochmal an, was ist da jetzt passiert. Haben wir zu... Unser Tank ist irgendwie Quatsch, oder? Jetzt mal ehrlich. Okay, er ist gut durchgekommen mit allem. 8. Runde. Was haben wir denn hier anders gemacht? Hier haben wir eine Runde früher. Das heißt, dem fehlt irgendwie eine Runde Sprit. Puh. Das heißt, wir lassen sie demnächst beide in der gleichen Runde reinkommen, was ja auch schwierig ist, weil sie sehr nah beieinander sind. Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man dieses Dilemma lösen soll. Keine Ahnung. Na gut, wir schauen mal. So, was haben wir dann da? Max Schmidt, alles super. Hier haben wir zurückversetzt. Ah, regelwidrige Teile hier bei Firebird und bei Silver Racing. Jean-François Bonchon hat die schnellste Runde, kriegt nochmal 2 Punkte extra. Wir kriegen einmal 15 Punkte und einmal 7 Punkte. Das macht zusammen 22 Punkte. Archer BMA kriegen nur 17 Punkte. Das heißt, wir haben da 5 Punkte aufgeholt. Und Octane Racing hier einmal mit Marchetta kriegt 10 Punkte. Und wo ist der Rest? Da unten auch 15 Punkte. Das heißt, auch da haben wir ein paar Punkte gut gemacht. Auch da haben wir 5 Punkte aufgeholt. Ja, Max Schmidt ist in der Fahrerwertung auf Platz 15. Das ist nicht ganz so schlecht. Eieiei, wir sind immer noch... Naja, aber guck mal, wir sind jetzt noch 13 Punkte von denen entfernt. Ja, wir könnten beide noch überholen. Ein Team müssen wir nur überholen. OMG, hab Tickets für eine Besichtigung des Dragon Race Team China bekommen. Bester Geburtstag aller Zeiten. Sehr gut. Glückwünsche. Ja, spannend. Und auch irgendwie nicht. Also warum wir jetzt da am Ende... Gut, ich glaube, da haben wir jetzt nur 2 Plätze. Oder haben wir 3 Plätze verloren? Ich glaube, 2 Plätze haben wir verloren. Ne? Gucken wir das gleich nochmal an. Schauen wir mal. Moral plus 2, Moral plus 10, Moral ist super. Und erwartetes Ergebnis 7. Tatsächliches Ergebnis 5. Ich weiß hier nicht genau, worauf sich das hier bezieht. Marktfähigkeit nochmal ein bisschen erweitert, das ist doch gut. Also ich sag mal, hier auf dieser Skala haben wir alle ein bisschen Plus gemacht. Ja gut, hier Boatan ist halt unsere Kuh, die wir melken müssen. Alles andere ist schwierig. Wir kriegen 516 auf die Kralle.
Das ist doch schon mal schön. Das sind die 200.000 auf jeden Fall nochmal mit dabei. Tja. Also das hier, Archer BMA und Octane Racing, das sind unsere Gegenspiele. Anders kann man es nicht sagen. Meine Damen und Herren, das war's für dieses Jahr. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder, logischerweise. Dann mit Rennen Nummer 7. Wo sind wir denn hier überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. Nee, Moment, mit Rennen Nummer 8. Nee, mit Rennen Nummer 7. So, jetzt habe ich es aber. In Guildford, in Großbritannien. Ich bin sehr gespannt. Ah, da ist Regen angesagt. Gut, das machen wir nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.